Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge XXL Farm Marchfelderland mit dem Malonation LP. Hallo. Hallo. So. Ich habe hier eine brutale Maschine. Ich habe den Flexicoil 25 Meter Gruppe mit Fendt 1050 und Doppelbereifung. Brutal sieht das aus. Ich dachte, damit er ein bisschen mehr Traktion hat, machen wir das mal so. Weil wir haben verpeilt, dass wir hier noch kruppern müssen, weil wir keine Direktsaat haben. Fang schon an zu sehen, ne? Jo. Deshalb fahre ich jetzt erstmal den Krupper. Wir gucken mal, wie weit wir in der Folge kommen. Und in der nächsten Folge wird man dann einfach tauschen. Dass Malonation den Krupper fährt und ich den die Sämaschine so. Und dann mit ihr Abwechslung habe. Genau. Was wir natürlich nicht gemacht haben, ist auf Feld 16 fertig gepflügt. Da hatten wir jetzt zwischendrin keine Zeit. Zwischen den Folgen, weil ich dachte, wenn ich euch jetzt noch den dritten Tag in Folge hier das Pflügen zeige, dann pflügt ihr ab. Oder dann pflügt ihr durch. Ich muss sagen, der Fendt hat manchmal Probleme. Jetzt fährt er schon wieder nur 8 km/h. Der hat Traktionsprobleme. Sehe ich an? Hä? Weiß es nicht. Oh doch, ich sehe an. Halt gigantisch, dieses Feld. Wenn wir da mal reingucken. Ich habe jetzt erst ein Drittel vom Vorgewende. Höchstens. Und ich bin gerade angefangen. Ja, vor allem, ich pflüge ja schon, ich gruppe ja schon eine Weile und du bist erst im Nachhinein, als ich schon angefangen hatte zu gruppern, dazugekommen. Ja. Jetzt fahre ich schon wieder nur 6 km/h. Warum denn? Was ist denn das Problem? So uneben ist das Feld doch gar nicht. Naja, manchen schon. Du hast 18 Meter Arbeitsbreite, gell? Ja. Also du hast fast die gleiche Arbeitsbreite wie ich. 6 Meter Unterschied. 6 Meter sind 6 Meter. Ja. Heißt halt, ich muss 3 Bahnen fahren, damit du 4 fahren musst. Das ist knapp bemessen. Aber warte mal, wir stellen die Zeit hier mal auf 1, weil sonst haben wir wieder das Problem, dass das Feld sich in verschiedenen Wachstumsphasen befindet. Wird wahrscheinlich sowieso der Fall werden. Bei der Größe. Ja. Ja, wenn wir dann 3 Wachstumsphasen auf einem Feld haben, der ist noch bescheuerter. Ja, dann musst du praktisch so, wie du angesät hast, auch abernten. Ja. Und das ist leidlich ungeschickt. Aber der schafft was weg hier, wenn man es wohl betrachtet. Der hat schon eine gute Arbeitsbreite. Zwei davon wären natürlich noch schöner. Aber dann sind wir pleite. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder Geld machen. Ja, Mehl haben wir noch. Wir waren mal Millionäre. Tja. Also finanziell gesehen, wie nennt sich das? Es gibt ja Geldmillionäre und du kannst über Immobilien und so kannst du auch Millionär sein. Also ach als so, Kapital, ja. Weißt du? Da sind wir, glaube ich, Multimillionär. Wenn man unsere Fahrzeuge zusammenrechnet. Allein die 2 Drescher sind schon 1 Million. Millionen, 3 Millionen. Ich
Ich meine, wir haben nur an Fahrzeugen haben wir locker 5 Millionen. Einkaufswert. Wohlgemerkt. Wer bist du denn? Keine Ahnung. Irgendwo auf dem Feld. Ah ja, da hinten, jetzt sehe ich dich. Jetzt kam erst der Traktor. Es kam erst die Sämaschine, dann habe ich den Traktor gesehen. Und bei dir sehe ich gar nichts. Nicht? Nö. Ich bin jetzt genau rechts vorne an der langen Geraden. Genau rechts vorne. Ah, jetzt. Von Weitem sieht der Fan aus wie ein Deutz. Wahrscheinlich nur durch das Grün. Aber ich glaube, jetzt habe ich ein halbes Vorgewende. Ich will nicht schon wieder Escape drücken. Deshalb gucken wir mal über die neuen. Ja, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Traktionsprobleme. Eigentlich fährt er 15, jetzt fahre ich nur 10. Wie schnell fährst du? Bei 15. Na, siehst du, theoretisch wird es sich ausgehen, praktisch leider nicht ganz. Hat man richtig mal Zeit, die Landschaft zu begutachten. Viel zu viel Zeit. Ja. Aber es muss getan werden. Wir wollen Geld verdienen. Ja. Wisst ihr, was das Anstrengende ist bei diesem Projekt? Dass wir immer noch nacharbeiten. Also wir zocken eine Aufnahme und dann ist man danach noch beschäftigt. Weil wenn wir heute hier aufhören mit der Aufnahmesession, ist hinten das Feld immer noch nicht gepflügt. Muss ja dann auch noch gemacht werden. Und zum Beispiel hier, das muss ja dann auch, oder vielleicht hängen wir noch mal eine Aufnahmesession dran, je nachdem, wie das mit dem Gruppern läuft. Oh nee. Was? Ich hatte gerade einen 1000er MS. Das ist viel. Da war ich auch mal mit einem JCB auf 100 km/h, wo er gar nicht so viel, fahren kann und vor allen Dingen nicht, wenn er ansieht. Nee, das nicht. Ja, ich bin glaube ich so in 2 Minuten im ersten Vorgewinde fertig. Ich hol dich ein. Irgendwie nicht, aber egal. Ja, wenn ich mir das so anguck, hätten wir sagen sollen, okay. 2 Leute, Gruppe, Attacke. Wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Ja, und dann, wenn die beiden fertig wären und alle ansehen. Ja. Ach, aber man schafft schon mehr, wenn man zu dritt ist. Ja. Nächste Session vielleicht wieder. Also eine Aufnahme machen wir nach der jetzt noch. Und dann ist Feierabend. Und dann ist die Session beendet und haben wir, glaube ich, haben wir genügend Folgen aufgenommen erstmal für die Session. Was haben wir heute? Mittwoch, gell? Ja, Mittwoch haben wir. Also die Folge wird am Mittwoch aufgenommen. Ich muss immer manchmal überlegen, weil ich muss meine Arbeit im Kopf haben. Wann bin ich überhaupt da zum Aufnehmen? Wie viel haben wir schon produziert oder aufgenommen? Und wann muss dann die nächste Session angesetzt werden? Ja. Deshalb, wenn ihr die Folgen schaut, die sind alle immer oder meistens schon ein bisschen älter. Weil es einfach notwendig ist, um einen stetigen Fluss von Folgen auch zu gewährleisten. So wie der letzte Monat, da hatte ich keine Zeit, XXL-Farm aufzunehmen, deshalb gab es da halt dann nichts.
was mich selbst ein bisschen geärgert hat. Ja, aber wir haben RP geschafft. RP haben wir geschafft und zwar durch. Ja, wobei eine Woche hat auch gefehlt. Ja, eine November. Woche. Das ging ja noch. Aber ansonsten sind wir doch schon recht konstant. Nächste Woche bin ich RP nicht dabei. Hm. Rotes Kreuz das, im Kalender. Das erste Mal. Ja. Das heißt nächste Woche. Nächste Session. Okay, nächste Session. Also diese Woche. Ja. Weil ich glaube, warte, wir sind nämlich jetzt, glaube ich, schon in der nächsten Woche. Ja, glaube ich auch. Also letzte Woche. Nee, diese Woche bist du nicht dabei. Ja, aber... Jetzt verwirren wir ein bisschen. Letzte Woche Aufnahme, ja. Ja. Ich habe es inzwischen auch gesehen. Also bin ich diese Woche nicht dabei. Ja. Die komplette Woche. Das ist schade. Hast du einen Ersatz gefunden schon? Ja, meine Vertretung ist Leon Müller. Okay. Oh, und er fährt genauso so schlecht Pflug wie du, ey. Aber er kann. Er hat die ganzen Preise, hat er auch alles und so. Okay. Also er kann eigentlich alles. Ja, kann er eigentlich alles machen. Und ich hoffe für ihn, dass Nikolas auch noch dabei ist, weil sonst ist das ein bisschen vielleicht stressig. Ich weiß ja nicht, wann die nächste Ernte ist, aber ich glaube, das wird erst nächste Session sein, wenn ich dabei bin. Ja, Ernte dauert leider ein bisschen wegen Seasons. Sobald die Ernte vorbei ist, kommt Season wieder runter. Ja, das ist schon Fakt. So, ich hatte 2 Minuten angesetzt von der Position, wo ich vorhin war, bis zum Startpunkt. Es waren jetzt knapp 4. Ja. Und dem her. Wo bin ich jetzt? Ach, gerade mal die Hälfte geschafft. Vorgewende? Ja. Ah, bist schon weiter. Ist schon deutlich weiter wie Hälfte. Ja, aber. Tauchst gleich dauert. Da oben am Berg auf. Es dauert und dauert und dauert. Ja, vor allem wenn man von 15 km/h nur 9 oder 10 fährt. Mhm. Ich weiß nicht, was ich noch hätte machen sollen. Vielleicht wäre auch mit Einfachbereifung besser dran gewesen, ich weiß nicht. Aber eigentlich dachte ich, mehr Reifen, mehr Traktion. Ist ja normally auch so. Ach ja. 6 km/h, ey, zu geht er darum. Ich habe noch nie gesehen, dass in LS ein Fahrzeug stehen geblieben ist wegen Kraftstoffmangel. Ach, du willst es das erste Mal schaffen? Ja. Naja, ich habe noch im JCB 163 Liter drin. Also geht noch. Und was hast du für einen Verbrauch? Ich wollte Zeit auf 1 machen, warum ist du immer noch auf 5 gewesen? Bist wieder raufgekommen wahrscheinlich. Auf die Zahl. Was hast du für einen Verbrauch? Steht hier nicht. Die weiße Zahl oben. Bei mir steht da keine weiße Zahl. Doch. Steht wie viel Liter du noch drin hast, dann steht eine blaue Zahl, das ist. Ja, genau. Und da drüber gibt's noch eine Zahl. Die bewegt sich. Wie nö. Nö. Darüber ist bei mir nichts. Komisch. Schade. Also ich verbrauche 100 Liter die Stunde. Lol, was hast du denn hier gefahren? Hast du da die Kurve nicht gekriegt? Ich hab die Kurve nicht bekommen. Und weil ich vielleicht am Handy war. Na. Handy am Steuer ist verboten. Das gilt auch in LS. Das stimmt. Ich bin am überlegen, ob wir uns ein Auto holen. Und dann mal mit dem Service-Anhänger zur Tanke fahren. Um da aufzutanken. Können wir nämlich Feldbetankung machen.
Wäre vielleicht sinnvoll. Oh, nee. Was? Ich habe jetzt eine Runde, eine Vorgewende geschafft. Wie viel Saatgut hast du verwendet? Also ich habe 82 noch, also 18%. Okay. Das ja, geht wird man eigentlich. Auf jeden Fall aber nachdenken müssen. Wäre cool, wenn das reichen würde, aber wird's nicht. Ja, wobei wir haben ja unten noch eine andere Sämaschine stehen, die ist auch voll. Ja, stimmt. Die könnte man einfach tauschen. Ja. Der Grubber bleibt manchmal an einer Stelle hängen, deshalb werde ich so langsam. Also es liegt nicht am Traktor. Am Feld? Ja, ja. Wenn da Unebenheiten sind, dann versetzt jetzt schon wieder jetzt, dann versetzt das sich so schräg. Was ist denn da, ey? Was hat denn der hier gefahren? Alter. Sind das Schlangenlinien, ey? Ich hab ein bisschen gesoffen. Bisschen? Bisschen viel. Sieht dann so aus. Eieiei. Ja, sehe ich auch so. Weil man hier schon angesät wurde und nicht mal gekruppert wurde dann. So ein bisschen, ja. Ja, da fahre ich drüber. Muss dann nochmal machen. Zwei Bahnen sind 50 Meter. Das Feld ist brutal groß. So eine Felder eigentlich in echt? Ich glaube nicht. Norddeutschland, Osten, glaube ich schon. Naja, bei uns wird ja jetzt mittlerweile... werden die Felder alle verkauft und dann werden da Häuser drauf gebaut, ne? Naja, überleg mal so. Wenn du ein Feld verkaufst, was je nachdem, und du dafür von einer Baufirma oder von so einem Grundbuchaufkaufteil 2-3 Millionen kriegst, weil ein Haus kostet heutzutage halt eine Viertelmillion. Und wenn da vier Häuser drauf passen, bist du schon bei einer Million. Und du eine Million oder du sowieso als Landwirt eigentlich deinen Wohnsitz hast, du musst kein Gebäude mehr kaufen, du musst es nur unterhalten, dann kannst du gut von den Zinsen von so einem Feld leben. Also wenn du das Geld dann von dem Verkauf anlegst, was natürlich nachteilig ist für die Landwirtschaft und für die Wirtschaft generell. Ja. Das ist halt ein bisschen schade. Ja, sowas zum Beispiel im LS, das würde halt das RP nochmal richtig ankurbeln. Na, was genau? Also, dass du Zinsen drauf bekommst noch extra. Auf was? Auf die Felder, wenn man die verkauft. Ach so, ja, das haben sie dumm gelöst, ganz ehrlich. Ich finde auch, dass ein voll erntereifes Feld mehr Geld bringt. Voll. Mehr bringen, Geld bringen soll. Dann jetzt los. Ich häng auf einer Strohschwart. Ich hol dich ja gleich eine. Ah, jetzt, warte. Mal nochmal ein bisschen Anlauf nehmen und dann. Warum eine Strohschwart? Ist da unter Nast oder was? Auf der Strohschwart, der hat keine Traktion mehr gehabt. Also ganz easy. Zu sagen, hey, ein Feld, Erntestatus ist was? Ist gerade, muss gepflügt werden alles, dann ist es am günstigsten, weil du musst am meisten Arbeit reinstecken. Ist es voll erntereif, dann kriegst du nicht 100% Kaufkosten, hast du nicht 100% Kaufkosten, sondern 120% Kaufkosten, weil du hast ja noch einen Ertrag, den du gleich wieder kriegst. Und wenn du das so machen würdest, auch auf den Verkaufspreis, dann hättest du kein Problem damit, dass einer Felder kauft, sie aberntet und gleich wieder zum gleichen Preis verkauft. Ja. Aber LS,
Hat er nicht nachgedacht. Oder so. Giants. Sag ich ja, meine ich doch. So, aber das war's heute auch wieder von der Folge XXLFA Marchfelder Land. Wenn ihr Bock habt, gerne Like, Abo oder Kommentar. Am besten alles. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.